Hallo, mit Blick auf die Generalsanierung unserer Orgel in St. Lorenzus Würzburg-Heidingsfeld möchte ich euch nun wieder mitnehmen hier an die Orgelbaustelle und euch mal zeigen, wie der Stand der Dinge nach der dritten Arbeitswoche ist. Erste Auffälligkeit, das Gerüst ist wieder weg. Allerdings muss man dazu sagen, das Gerüst hatte auch nichts mit der Orgel zu tun, sondern damit, dass hier oben eben im Gewölbe Ausbesserungsarbeiten vorgenommen wurden, die eben jetzt abgeschlossen sind. Wenn wir hier nun weitergehen, sehen wir am Spieltisch im Wesentlichen, dass wir nichts sehen. Es ist eigentlich alles wie bisher. Lediglich hier unten wurde schon ein bisschen was verändert und vor allem die Pistons wieder eingebaut. Und der Schweller ist aktuell auch schon wieder benutzbar, was uns gleich mal hier zum Schwellwerk führt. Wenn wir hier mal aktuell reinschauen, sehen wir, dass ganz viel ausgeräumt ist. Hier sehen wir eben lauter leere Felder. Und hinten steht aktuell nur noch der Salitional und das Gedackt 8 Fuß. Das ist gar nicht so leicht, hier durchzukommen. Mit denen aktuell eben das Schwellwerk auf dem zweiten Manual bedient wird. Gehen wir mal die Leiter hoch und schauen hier von hinten in die Orgel rein. Und auch hier sehen wir wieder viele Lücken, weil auch hier jetzt zum Beispiel im rechten Pedalturm sozusagen alles ausgebaut ist. Lediglich hier die Prospektpfeifen des Prinzipal 16 Fuß sind noch anzutreffen. Und hier, wenn wir mal ins Hauptwerk gucken, das schaut hier so aus. Da sehen wir, dass drei Register momentan nicht eingebaut sind. Hier hinten ist übrigens auch angeschrieben. Hier sieht man sehr schön, Mixtur fehlt, Super Oktav und Quinte 2/2. Ansonsten sind hier die Pfeifen weitestgehend eben noch drin. Und hier sehen wir im linken Pedalturm, analog zum rechten Pedalturm, dass im Grunde auch nur die Prospektpfeifen hier anzutreffen sind. Ja, ansonsten haben wir hier noch einen kleinen schönen Blick auf die abendliche Rosette. Und hier in der Mitte ist auch der Heilige Geist, mit dem ich ja ein Foto jüngst gemacht habe, als das Gerüst noch stand. Das war es auch schon wieder von dieser Stelle. Ihr seid natürlich weiterhin herzlich eingeladen, euch an den Kosten dieser Generalsanierung auch gerne durch eine Spende zu beteiligen. Wie genau das möglich ist, findet ihr in der Infobox bzw. dann auch in den Kommentaren. Es ist natürlich auch möglich, dafür eine Spendenquittung zu erhalten, gar keine Frage. Und dann schauen wir, wann die Orgel zum ersten Mal wieder erklingen wird in voller Pracht. Wir wissen ja aktuell auch noch nicht, wie es mit den Ostergottesdiensten ist, aber hier bleibt weiterhin aktuell der Zeitplan bestehen, in etwa um diese Zeit dann auf jeden Fall das Projekt auch abgeschlossen zu haben.